Willkommen Freaks zu einem weiteren Video von mir, Sulfa, zum Spiel Minecraft, beziehungsweise wohl eher zum Minecraft Server. Heute möchte ich euch das neueste Plugin auf dem Server vorstellen. Ich dachte mir, das hat ein kleines Video verdient, weil es doch etwas umfangreicher ist. Wir haben heute Craftbook installiert, beziehungsweise ich habe Craftbook installiert. Auch schon, soweit ich das sehe, eingerichtet. Ich habe nur noch nicht getestet, wie es ist, wenn die Sachen in Zonen stehen mit anderen Spielern. Das ist, wird vermutlich einfach so sein, dass sie die Leute halt wieder ganz typisch freischalten müssen mit den PSLO-Comments und dann sollte das funktionieren. Bei den Schildern, wenn die nicht funktionieren, dann müsste man vielleicht mit hier mit dem C-Modify-Name-Comment arbeiten, damit man Leute freischalten kann. Auf jeden Fall, so viel erstmal sinnlos. Kommen wir zur Funktionsdemonstration von einigen Sachen, die wir hier haben. Wir haben, Craftbook gibt uns quasi die Möglichkeit, verschiedene Funktionen im Spiel auszuführen. Auf verschiedene Art und Weisen. Wir haben hier zum Beispiel das Beispiel mit den Türen. Eine Tür erfordert zwei Schilder. Wir brauchen... Moment, ich muss eben kurz... So, ich brauche nämlich eben kurz fliegen. Und zwar, wir müssen oben ein Schild platzieren, zweite Reihe Door Down. Und nur zweite Reihe, die erste Reihe freilassen. Zweite Reihe Door Down. Wenn wir hier einmal gucken, unter der Tür. Die Tür muss übrigens einmal, die Tür wie auch alle Konstruktionen müssen gebaut werden. Das heißt, hier wäre, ich mache einfach mal GM1 an. Sonst, ich errichte die Tür gleich einfach mal aus, nochmal als Beispiel. Unten haben wir dann auch nochmal ein Schild. Auf dem steht Door Up. Na komm. Genau, Door Up auf dem Schild. Scheiß drauf. So, auf jeden Fall. Aktivieren. Kawusch. Tür erschaffen. Tür wieder zu. Auf. Zu. Man kann auch einfach das Schild rechts klicken. Aber bei einer Tür ist es relativ blöd, wenn man nach oben muss, um die Tür aufzumachen. Das ist irgendwie... Auf jeden Fall ist der Schalter da schon auf jeden Fall sehr hilfreich bei. Ich würde sagen, wir platzieren die Tür einfach mal eben selber von unserer Seite aus. Und damit ich das mal eben einmal demonstrieren kann. Damit ihr auch allgemein den Sinn dahinter versteht. Und damit hoffentlich weniger Fragen kommen werden. Auf jeden Fall, so. Eben, okay, das war doch richtig. Eben kurz die Tür gebaut. Gehen wir mal eben so hoch. Ist ja egal, wie hoch wir gehen mit den Dingern. Hier, zweite Reihe. Door Down. Im Chat sehen wir dann auch Door Created. Bin ich noch Admin? Ja, ich bin noch Admin. Ich möchte das eben im Bewohnermodus machen, weil ich habe auch alle Sachen, die ihr hier seht, habe ich eben auch im Bewohnermodus erstellt. Also nicht als Admin, sondern wirklich als Bewohner. Dementsprechend sollte es funktionieren. So, Bewohner. So, unten machen wir dann ein Schild, die gesagt mit Door Up. Door Created. Und dementsprechend darf ich es dann auch mit Redstone. Ich muss wieder einsetzen. Okay, Redstone verbunden haben. Bam. Funktioniert einwandfrei. Also so viel zur Funktionsweise, zur Bauweise. Gehen wir weiter. Wir haben Stühle. Und zwar, die Dinger sind nämlich jetzt benutzbar. Schleichen. Rechtsklick. You are now sitting. Im Grunde die MyCard-Animation, aber halt auf dem Stuhl. Halt ein bisschen für Roleplay-mäßig. Und aufstehen auch ganz simpel. Einfach nur ein Rechtsklick. Eine Leertaste. So, Brücken haben wir natürlich auch. Das Schild kann auch übrigens unter der Brücke sein. Dementsprechend ist es egal. Ansonsten einfach nur Rechtsklick. Das kann man natürlich sicherlich wieder auch mit Redstone machen. Aber ansonsten Brücke sehr leicht auf- und zumachbar. Brücke, ich weiß nicht, ob es da eine bestimmte Maximallänge gibt oder so, aber auf jeden Fall, wie man hier unschwer erkennen kann, es funktioniert. Das war jetzt blöd. So. Und hier auch wieder die Funktionsweise. Erst die Brücke bauen, Schilder setzen und dann funktioniert sie. Es gibt nämlich halt auch eine Möglichkeit, das kann man nämlich einstellen, dass die Brücke sich selbst aus den Blöcken generiert. Aber das habe ich ausgestellt, weil es da diesen Dupe-Bug gibt und das möchte ich nicht gerne haben etc. Dementsprechend ausgemacht. So, Fahrstühle gibt es auch. Sehr einfach übrigens. Einfach ein Schild mit einem Lift-Up setzen.
benutzen wir es mal, Lift Up, bam. Also erste Reihe ist halt zum Beispiel der Name, der muss nicht gesetzt sein, ist halt, wenn man es möchte. Dementsprechend hier das Schlafzimmer, das steht dann auch im Chat, Floor, Schlafzimmer. Lift Down halt, wie gesagt, Lift Down, also Lift Down bringt einen runter, Lift Up bringt einen hoch. Ob das mit dem Glasplatten muss, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, das kann glaube ich auch irgendwas anderes sein. Wird es wohl auch, ist halt jetzt eben auch nur so als Beispiel. Hier habe ich übrigens auch gleich das Beispiel gewählt, dass ich einen mehrstöckigen Fahrstuhl habe. Das funktioniert quasi so. Wir setzen hier unten ein Schild, wie gesagt, Lift Up. Und hier das Schild Lift Down. Damit wir noch höher können, müssen wir quasi einen neuen Fahrstuhl erstellen hier. Also quasi einfach daneben gehen, Lift Up. Und sind wir auf dem Balkon und hier auch wieder Lift Down. Ich vermute, wenn wir... Wenn wir hier auch... Okay, der Gedanke war dumm. Ignorieren wir es. Auf jeden Fall, so leicht ist es hier, einen Fahrstuhl zu erstellen. Ziemlich einfach. Und ziemlich cool. So, das im Grunde sehr, sehr ähnlich hier auch wieder bei dem... bei Gates, also bei Toren. Geht's übrigens so, die oberste Reihe an Fences bleibt immer da, halt, damit es diesen typischen Gate-Look hat. Kennt man alles halt. Im Grunde auch ziemlich einfach. Einfach kleines Gate-Muster hier machen, egal wie es aussieht. Das Schild in die Nähe pflanzen, das ist egal, wo es da dran ist, auf jeden Fall ein Block entfernt. Und dann kann man es wieder rechts klicken oder per Redstone. Also auch eine ziemlich coole Sache, die man auch sicherlich gut gebrauchen kann. Jetzt kommen wir zu den zwei, ich sag mal, nützlichsten Sachen, die wir hier haben. Hier auch ein bisschen mehr mit Redstone und mit Pistons, die ich das hier gemacht habe, zur Demonstration halt. Und zwar, wir kennen es ja alle, wir haben manchmal Geheimräume, die wir benutzen wollen, aber ein Geheimraum mit einem Schalter, der hier ist, ist auffällig und relativ sinnlos. Deswegen, ein simpler Rechtsklick durch den Block hindurch reicht aus, damit wir eine Geheimtür betätigen können. Das ist nämlich eine ganz easygoing Sache. Wir müssen einfach ein Schild platzieren auf der anderen Seite des Blocks mit einem X. So wie wir hier haben. Mehr muss da nicht sein. Darunter oder irgendwo halt um das Schild herum kann dann ein Schalter sein. Und der Schalter logischerweise aktiviert dann das Redstone. Dementsprechend durch den Block hindurch aktivieren wir quasi das Schild. Ihr seht, hier unten klappt es nicht. Das geht nur, wenn das Schild dort ist. Und das Schild aktiviert dann quasi den Lever hier, der dann das Redstone aktiviert. Ganz coole Sache eigentlich. Na, wo ist es? Genau. Und nochmal Day. Dem hat auch eine sehr coole Sache und mit meiner Lieblingsfunktion in dem Plugin. Ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Sache. Und jetzt zur wohl persönlich meiner Meinung nach nützlichsten Sache im ganzen Plugin. Nämlich der Painting Switcher. Über den ich mich sehr gewundert habe, aber den ich persönlich sehr feier. Rechtsklick auf ein Bild. You are now editing this painting. Mit Mausrad lässt sich das Bild verändern. Das heißt, man muss nicht wie erst stundenlang ein Bild setzen und versuchen, das richtige Symbol oder die richtige Größe zu bekommen. Einfach durchscrollen und dann geht alle Größe von klein bis groß durch. Wie gesagt, persönlich mein Lieblingsfeature im gesamten Plugin, weil ich habe schon gefühlte Stunden verbracht, das richtige Bild zu finden. Dementsprechend sehr, sehr cool. You're too far away from editing this painting. Scheiße. Ich möchte gerne, wo war es jetzt gerade? Das war doch jetzt hier, genau. Und um das einfach wieder zu beenden, das Editing vom Painting, noch einmal rechtsklick oder einfach weit genug weglaufen und dann nochmal mit dem Mausrad navigieren, da funktioniert es nämlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind so die Hauptfunktionen im Plugin. Ich gehe nochmal gerade durch, was wir hier noch haben, was ich eingestellt habe. Es gibt auf jeden Fall noch AI-Mechanics, also Veränderung des Mob-Verhaltens. Das betrifft Zombies und Skelette. Zombies, vorlesen in Englisch ist blöd. Wenn man sich an einem Zombie vorbeischleicht, bei wenig Licht kann es sein, dass der Zombie einen nicht entdeckt. Und Zombies sehen einen auch nur hinter Wänden, wenn man am Sprinten ist. Bei Skeletten ist es so, dass Skelette jetzt die Möglichkeit haben, mit einem mit dem Bogen kritisch zu treffen. Critical Hit will set you alight.
Dementsprechend Light sollte wohl, bedeutet hier im Sinne wohl, dass euch ein kritischer Treffer, ja, in Brand setzt. Viel Spaß. Ja, ich bin gemein. Es gibt noch einen N-Meter, den muss ich mal eben selbst ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht gerade, wie er funktioniert. Bei Holding Coal. Nicht Redstone, okay. Das ist nämlich eine sehr coole Sache. Mein Coal. Und zwar, 15A. Ich mach das mal eben mit einer neuen Verbindung. Lever, 1, 2, 14a, 12, 11, 10, 9, 8, 10. Jetzt müsste es ja 8 sein. 9. Moment, es gibt doch das Signal ab, wann es aufhört. Ach, vielleicht muss er erstmal eben soweit aktualisieren, bis er die Daten hat. Ja, man sieht schon. Ja, jetzt passt sich, jetzt geht es auch. Oder auch nicht ganz. Naja, auf jeden Fall, der N-Meter gibt quasi an, wie viel man noch setzen kann, auch wenn das irgendwie nicht so ganz funktionieren scheint. Oder ich einfach nur gerade blöd bin, das zu verstehen. Auf jeden Fall gibt euch halt noch an, wie viel Redstone ihr übrig habt zum Setzen. Bis die Verbindung abbricht, in dem Sinne. Es gibt noch bessere Physik. Muss ich mal eben sehr. Ja, hat irgendwas mit Leitern zu tun, worauf ich jetzt aber keine Lust habe, das durchzulesen. Ich werde auf jeden Fall den Wiki-Link in der Beschreibung posten. Da könnt ihr euch dann selbst mal umschauen. Es sind nicht alle Funktionen aktiviert, einige sind nicht aktiviert. Zum Beispiel die Better Pistons, weil man mit Better Pistons auch Blöcke zerstören konnte. Ich habe einfach die Vermutung, dass das zu viel Zerstörungspotenzial beinhaltet für die Leute. Beziehungsweise nicht unbedingt, aber naja, ich denke mir einfach so, problematisch vielleicht. Es gibt Footprints, die bei mir persönlich aber nicht funktionieren, ist aber jetzt auch nicht wichtig, sage ich in dem Sinne jetzt mal. Was habe ich hier noch, was ihr benutzen könnt? Headdrops sind aktiviert, die Chance ist sehr gering, das heißt, tötet ihr ein Skelett oder Zombie oder whatever, habt ihr eine geringe Chance, einen Kopf zu droppen. Auch im PvP könnt ihr einen Spielerkopf bekommen, der auch wirklich wie der Spielerkopf aussieht, so wie ich das hier verstanden habe. Testen kann ich das dementsprechend nicht, weil ich jetzt gerade alleine bin. Es ist auch noch ziemlich früh auf dem Server. Das ist nicht da, nö. Readable Bookshelves habe ich nicht angemacht. XP-Store ist auch nicht an. Ich wollte gerade sagen, das ist an, aber ist nicht an. Es gibt noch eine Sache mit Minecarts, mit Dispensern etc., dass Minecarts sich selbst in Kisten platzieren und sich selbst aufnehmen. Das habe ich jetzt allerdings auch nicht getestet und auch nicht hier, wie man hier sieht, aufgestellt. Das gehe ich aber mal von aus, dass es funktionieren wird. Ich habe jetzt keine Lust, es noch zu testen oder aufzubauen, weil es jetzt, denke ich, zu lange dauern wird, bis ich das verstanden habe. In der Wiki ist alles nachlesbar. Dementsprechend, ja, ist die Wiki auch für euch der Anhaltspunkt Nummer 1, beziehungsweise das Video, um die erste Funktion, die hier sind, zu damit ihr wisst, wie sie zu benutzen sind. Für andere Funktionen ist dann die Wiki zuständig, wie gesagt, mit den Minecarts, weil die Minecart-Funktionen sind ziemlich viel und ziemlich allumfassend. Und das würde auch, glaube ich, mehr als ein Video in Anspruch nehmen, das zu das zu beschreiben und zu zeigen etc. Auf jeden Fall, so viel erstmal zum neuen Plugin hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, einfach kommentieren, liken, in der Videobeschreibung der Link zum Minecraft-Server. Dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, habe ich schon gesagt. Bis dahin, ciao, ciao.